Hallo Leute, hier ist euer Marc. Heute review ich das Aqua Speedpad. Hab's einfach mal bestellt, um euch eine Review darüber zu bringen. Los geht's. Also wie schon gesagt, heute das Aqua Speed. War für mich ein bisschen weird, weil Aqua Control und E-Crate Plus, Aqua Control Plus, Coated, Uncoated, bla bla bla, gibt ja Millionen Pads bei E-Crate Pads. Muss sagen, völlig okay. Qualität ist wie immer. Eine Sache hier schon vorab, das ist auf jeden Fall beschichtet, Leute. Das hat eine Nano-Versiegelung, um wasserabweisend zu sein. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie sich diese Versiegelung verhalten wird über eine längere Zeit. Ich kann euch nur sagen, wie der Jetzt-Ist-Zeitpunkt ist. Wenn ich mich entscheide, das Pad mehr zu spielen oder ich jemanden finde aus meinem Freundeskreis, den ich das gebe, der es eine Weile spielen wird, werde ich da vielleicht, wenn es wichtig ist, nochmal was zu sagen in einem anderen Video oder nochmal ein neues Video dazu drehen, zum Beispiel, wie ist Aqua Control nach Aqua Speed oder wie sind einige X-Ray-Pads oder X-Ray-Pads im Generellen nach 3 Monate Benutzung zum Beispiel. Das kann ich natürlich nicht nach 3 Monaten machen, weil ich nicht jedes Pad 3 Monate am Stück spiele. Zurzeit habe ich am längsten gespielt das Tor zum Beispiel. So viel dazu. Also das ist gecoated, bedeutet hier wunderbar zu sehen, dass ein beschichtetes Pad das Wasser immer abperlt. Wenn jemand sagt, ihr habt ein beschichtetes Pad, ich habe ja in einem anderen Video auch diesen Test schon gemacht mit anderen Pads, jetzt ist es aufs andere Pad und da ist es direkt eingezogen, das Wasser. Ich kann euch sagen, wenn die Leute mal sagen, ja, du hast ein beschichtetes Pad und wenn es warm wird und Luftfeuchtigkeit steigt, verändert sich das. Das ist völliger Schwachsinn. Wenn ein Pad so beschichtet ist wie das oder das MM200 Pro, ist es eigentlich unanfällig gegen Luftfeuchtigkeit. Warum? Habt ihr gerade gesehen, weil es wasserabweisend ist. Ne? Das Einzige, was bei beschichteten Pads passieren kann, ist, dass durch viel mechanischer Bewegung, also ihr spielt super Low Sense mit einer super Heavy Maus, seid so ein richtiger Klemper, also ein richtiger Zudrücker, der das Ding richtig runterdrückt, die Maus die ganze Zeit, wo ihr alle 3 Monate neue Maus-Hits braucht, gefühlt, dann ist es klar, dass sich so eine Beschichtung abnutzt, abrubbelt. Aber meine Erfahrungen sind, auch vom MM200 Pro, was ich, glaube ich, 3 Wochen oder 4 Wochen am Stück gespielt habe, täglich in Valorant damals, diese Abnutzung bei einem normalen Gebrauch ist eigentlich, also bei dem MM200 Pro, linear. Das heißt, nicht, dass sie gering oder stark ist, sondern linear bedeutet, dass über die Zeit, wie diese Abnutzung geschieht, ihr die ganze Zeit euch quasi daran anpasst. Die Abnutzung ist nicht so stark, dass es einen Tag sich das Pad geil anfühlt und am nächsten Tag ist es wie, keine Ahnung, wie Sandpapier oder so. Das passiert nicht. Wenn sich ein hochwertiges, beschichtetes Pad abnutzt, ist es linear, dauert eine Weile und ihr werdet es erst mitkriegen, wenn die Abnutzung so stark ist, dass diese Beschichtung weniger 30% ausmacht. Warum weniger 30%? Weniger 30% ist für mich so ein Richtwert, wo auch zum Beispiel bei Abnutzung von PTFE-Feeds, von Mausklicks zum Beispiel. Also es ist so ein mechanischer Wert, der in der Mechanik oft und viel für Aussagen von Abnutzung benutzt wird, dass so bei 1/3, 33%, 30%, 25%, 35%, irgendwo dazwischen, immer ein bestimmter Grad von Abnutzung eintritt, der dann auch spürbar ist und der dann verglichen zur Anfangseigenschaft auch Auswirkungen aufs Gameplay haben kann. So viel dazu. Also, Aqua Speed, beschichtetes Pad. Cool. 3 mm dick, wie immer bei X-Ray Pad in 50x50 genommen, zu einem mega fairen Preis von 25 US-$80 ohne Versand. Die Naht hier ist noch die, so diese ältere Naht, die ist ein bisschen lockerer. Und wie ihr seht, ist der Rücken auch dieser typische Non-Slip-Rubber-Rücken, also diese Pfeilbasis, das liegt super auf dem Tisch. Da passiert auch nichts weiter mit. Das rutscht nicht nichts. Als ich das Pad in der Hand hatte, wusste ich kenne es irgendwoher.
und wusste, ich habe so ein Pad schon von X-Ray Pad, aber die unbeschichtete Version davon, das ist das, Leute, wo gerade dieser Tropfen rausgefallen ist. Das Pad hier drunter ist das sogenannte Heavy-Duty-Pad in Control Speed Smooth. Es ist 5 mm dick, 60x53 und kostet 60 US-Dollar. Das habe ich mal geholt, weil ich mich halt für besonders dicke Pads interessiere. Nach diesem MM200 Pro, was auch 5 mm dick war, wollte ich einfach ein unbeschichtetes Pad haben, was einen gewissen Grad an Kontrolle hat, aber trotzdem einen geilen Glide. Und das ist das Pad in dick und in groß. Und das Aqua Speed ist genau die gleiche Oberfläche, nicht die gleiche Paddicke, aber die gleiche Oberfläche, nur mit dem Vorteil der Nano-Versiegelung. Und wie gesagt, sind die sehr ähnlich. Und die Ähnlichkeit besteht auch zu diesem total overhyped GameSense Radar Pad. Ja? Wenn ich das GameSense Radar Pad hier rauflege und mit ein bisschen Licht hier so raufleuchte, um mir das mal so ein bisschen genauer anzugucken. Ich sage nicht, dass es das gleiche Pad ist. Ich sage auch nicht, dass das Stitching, wenn wir das hier nebeneinander liegen, sehr ähnlich aussieht oder gleich aussieht. Ich sage nur, dass dieses sehr teure GameSense Radar, was viel kleiner ist, dieses typische 45x40, was ihr hier auch seht, dass es halt kleiner ist, ne? Sage ich auch nur, dass der Hype um dieses Pad und der Preis nicht gerechtfertigt ist, weil es andere Pads gibt, die keine Klone sind, aber dem sehr ähnlich. Soviel zum GameSense Radar. Und dann habe ich mich vorhin bezogen auf diese Corsair Pads. 200 Pro beschichtet, das glänzt ein bisschen mehr. Wenn wir das vergleichen mit dem Aqua Speed oder mit diesem Heavy Duty, merken wir, dass dieses 200 Pro rein vom Gefühl her, vom Coating her, glatter ist. Das ist auch wasserabweisend, auch beschichtet. Glatter als das Aqua Speed, aber 5 mm dick. Und dann haben wir hier dieses 250 Champion Series. Das ist von der Rauheit ein bisschen rauer, aber wesentlich langsamer als dieses Heavy Duty Pad. Also der Glide hier ist viel, viel, viel langsamer, wenn wir den vergleichen. Ja, also der Glide ist langsamer. Und weil es auch ein bisschen rauer ist, ein bisschen mehr Friction. Aber der Vorteil hier ist, dadurch, dass es sich etwas schneller anfühlt, trotzdem Nano beschichtet ist, also wasserabweisend und somit nicht anfällig für Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, haben wir hier ein Pad, was zwar Aqua Speed heißt, aber nur darum, weil es darum geht, dass die Friction, also der Widerstand, den ihr habt, wenn ihr eure Zeiss Rail oder G-Pro in Bewegung bringt, ist der Widerstand sehr gering, aber durch die Struktur des Pads, also wie die Fabric, also was hier für einen Stoff verwendet wurde, wieder gemacht wurde und wieder beschichtet wurde, habt ihr trotzdem durch die Rauheit eine gute Kontrolle, obwohl ihr einen schönen Glide habt, einen sehr linearen Glide und habt einen guten Stopppunkt. Ja? Gerade mit der Zeiss Rail habe ich schon gemerkt, auf diesem Heavy Duty Pad, mega geil, hier auch. Richtig geiler Stopppunkt, obwohl man beim Wristflick sich schnell bewegt. Also bewegt sich nicht nach, zieht nicht zurück oder so. Ihr macht die Bewegung, macht den Stopp und es bewegt sich nicht nach links oder rechts nach oder so, weil irgendwie noch eine Spannung drauf liegt oder so vom Pad oder vom Glide oder von eurer Bewegung an sich, weil ihr die nicht richtig gestoppt habt. Das ist hier nicht. Das heißt, dass dieses Aqua Speed Pad, was übrigens komplett anders gemacht ist als ein Aqua Control, andere Webart und anderer Stoff und beschichtet mit einer Nanoversiegelung, die Eigenschaften von Leuten erfüllt, die früher zum Beispiel QCK-Pads gespielt haben, die es jetzt ein bisschen schneller mögen, trotzdem den Vorteil von der Beschichtung, also einer Wasserabweisung haben wollen, also nicht luftfeuchtigkeitsempfindlich, eine hohe Qualität, eine gute Größe, 50x50, einen Megapreis, 25,80 US, um die 19 Euro, 21 Euro, für ein 50x50 Pad, in einer sehr hohen Qualität, mit einer super genähten Kante, mit einem Top-Anti-Slip-Rubber, also das rutscht nicht auf dem Maustisch, und einfach
eine Art Weiterentwicklung von so einem QCK oder Zovi oder was auch immer ihr hattet, was die sehr langsam sind, sehr anfällig waren, sich schnell abgenutzt haben. Habt ihr hier eine mega Alternative für Leute, die halt so ein bisschen auch nach Features suchen. Control Pads mit einer Speed-Eigenschaft, also so wie das GameSense, was übrigens nicht beschichtet ist, gibt es viele da draußen. Gibt viele gute Control Pads, die ein bisschen schneller geworden sind, die so mittelschnell sind, nicht mehr slow, also nicht mehr langsam, die alle nicht beschichtet sind. Das hier ist beschichtet. Viele davon haben keine genähten Kanten. Das hat eine genähte Kante und die meisten, eigentlich alle, gibt es nicht in 50x50, was für mich die allerbeste Tischgröße ist, die es überhaupt gibt. 50x50 ist so geil, ihr könnt es einfach unten am Tischrand legen, habt trotzdem nach oben genug Luft, links und rechts genug Luft, könnt ihr ein bisschen rechts rüberschieben, wenn ihr eine große Tastatur spielt. 50x50 ist in meinen Augen für vom Profi bis zum Hobbyspieler für den Preis absolut krasse Preis-Leistung. Bei einem Pad, was wasserabweisend ist, was Kontrolleigenschaften besitzt, die linear sind, einen vernünftigen Glide, einen guten Stopp- und Startpunkt, ohne viel Kraft aufbringen zu müssen, selbst wenn die Mäuse dann auch etwas schwerer werden, braucht ihr das nicht mehr. Also völlig okay, super Ding, geiles Microcontrol-Feeling, also das Gefühl für Microcontrol ist hier mega gut, weil ihr nicht irgendwie besonders viel Kraft aus den Fingern, wenn ihr einen Claw- oder Fingertip-Grip habt, aufbringen müsst, um nochmal dann irgendwie eine ganz kleine Bewegung zu machen. Also ich kann hier wirklich mit dem Back hier, also mit der Hinterseite, kann ich ganz minimal das noch ein bisschen beeinflussen. Ne? Also es ist mega gut. Verhältnis von Kontrolle zu Geschwindigkeit ist hier sehr schön gewählt. Super Preis, wasserabweisend. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, Leute. Das ist ein mega Pad. Ich wusste gar nicht, also das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe das irgendwann mal gesehen, weil ich hatte das einfach bestellt. Ich wusste nicht, aus welchem Stoff das ist. Ich habe gedacht, das ist einfach wieder ein Aquacontrol Plus oder Aquacontrol irgendwas, was sie irgendwie ein bisschen verändert haben. Aber das ist halt komplett anderer Stoff im Vergleich zu Aquacontrol Plus. Und einfach für so Leute, die schon früher gute Mauspads hatten, QCK oder so, oder aus dieser Richtung kommen, eine Alternative, Leute, zu einem fairen Preis in 50x50. Leute, die sich vielleicht Interesse hatten für diese Corsair Pads, denkt mal hierüber nach, wenn euch der Versand und die Lieferzeit nicht stört. Also ihr seid ungefähr bei um die 30 Euro mit Versand nach Deutschland. Lieferzeit so 5 bis 14 Tage, bei meistens eigentlich nur 5 Tage. Kriegt ihr ein schönes Produkt, was wasserabweisend ist und wo ich glaube, dass ihr lange, lange Spaß dran habt. Habt ihr Fragen dazu, Leute? Besonders zu diesem Coating und der Langlebigkeit habe ich schon gesagt. Ich kann noch nicht sagen, wie langlebig es ist. Vielleicht kann ich sagen, ich werde es, glaube ich, irgendjemandem geben, der zockt und nach 3 Monaten fragen, wie es ist. Und werde dann vielleicht noch was dazu sagen. Aber habt ihr noch andere Fragen dazu, einfach unten in die Kommentare. Oder wollt was anderes wissen zum GameSense Radar oder nochmal irgendwie, wie genau ich das verglichen habe oder wie ich das fühle. Oder zu diesem Heavy Duty Pad, wo ihr übrigens immer noch seht, dass es nicht beschichtet ist. Was genau der gleiche Stoff ist, wie es Aqua Speed. Also genau der gleiche Stoff wie Aqua Speed. Hier ist das Wasser durch die Nanobeschichtung abgeperlt und hier ist das Wasser eingezogen. Ne? Ja. Wäre das noch ein bisschen dicker, also 1 mm dicker, würde ich es, glaube ich, noch mehr feiern. Aber das ist ein geiles Pad. Das ist eine schöne Alternative für Leute, die ein vernünftiges Kontrollpad suchen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis hier geschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, Leute.